Heute bei Operation Auto. Alter Schwede, das ist fies hier mit der Bremse. Beim zweiten Mal bremsen ist die Bremse weg. Steinhart und bremst nicht mehr. Hat er nicht gesagt, die Pumpe ist neu? Entweder hat er uns angelogen oder wer ihm vermeintlich eine neue Pumpe verkauft hat, hat ihn beschissen. Eigentlich redet man nicht schlecht über Kollegen, aber einen Stoßdämpfer zu wechseln, das geht ist gar nicht. Das ist Pfusch. Was machst du denn da? Sprich mal mit mir. Das passt nicht. Ich glaube, es passt nicht. Habt ihr die auf Lager? Nein. Patrick, tut mir leid, wir schweißen zwei Henkel dran und schmeißen ihn weg für dich. Moin, das ist Julian. Und das ist Tanja. Das ist Pizza. Zusammen suchen wir euren schwersten Fall, wo bisher jede Werkstatt dran verzweifelt ist. Lösen wir das Problem und das Ganze in nur 48 Stunden. Glaubt ihr nicht? Dann fordert uns heraus. Bewerbt euch unter operationauto@sport1.de. Wir freuen uns auf euch. Und der nächste Fall ist schon unterwegs für uns. Pizza! Ich bin der Patrick Weidemann aus Boschatz. Das liegt in Sachsen und ich bin mit meinem BMW 320 Day hier. Und zwar hat das Fahrzeug das Problem, dass es nicht mehr bremst, nicht mehr zieht. Wenn man zwei, dreimal auf das Bremspedal tritt, ist das Bremspedal fest und die Bremswirkung ist gleich null. Man fährt halt immer mit der Angst, dass wenn jetzt mal jemand vor einem eine Vollbremse macht, dass man das nicht mehr schafft zu bremsen. 7 Werkstätten sind schon an Patricks Dreier verzweifelt. Ein BMW. Ja, coole Nummer. Hallo. Servus. Na, Tanja. Patrick. Julian. Patrick. Servus. Hallo. Ja, ich freue mich. Eine 46. Ja. Schönes 320. Auto. 320. Diesel. Hört man. Ja. Schön. Und deine Leidensgeschichte? Ja, erzähl mal was. Also, lange Leidensgeschichte. Letztendlich das Problem, dass das Fahrzeug so gut wie gar nicht mehr bremst. Was? Ja. Und das zieht Problem nicht mehr. Ist nicht zu finden? 7 Werkstätte gewesen. Keiner hat es bis jetzt gefunden. Okay. Deswegen, ihr seid eigentlich wirklich meine letzte Hoffnung. Das heißt, was wurde alles gemacht? Also von Anfang an, ich hatte das Auto ein halbes Jahr, hatte einen gleichen Motorschaden gehabt. Okay. So, danach wurden viele Teile gewechselt, wie Unterdruckpumpe, Injektoren. Unterdruckpumpe ist neu. Die Unterdruckpumpe ist neu. Unterdruckschläuche? Meines Wissens ja. Okay. Laut Aussagen von Werkstätten. Okay. Was hast du denn für das Auto bezahlt? Ich habe ursprünglich 3.500 Euro bezahlt. Was hast du so reingesteckt? Ich bin knapp bei 7.000 Euro. 6 Alter, bis 7.000 für 10,5 Euro. Hätte ich mir ein echt geiles Moment. Auto gekauft. 3,5 plus 7. Mhm. Was er da reingesteckt hat, das ist unfassbar. Irgendeiner hätte ihm mal vor langer Zeit in den Arsch treten sollen und sagen sollen, hör auf, stopp das jetzt. Ist ein schickes Auto, aber klammer dich nicht dran fest. Hast du nicht irgendwann schon bei so 4,5 gedacht, ja, jetzt mag ich nicht mehr? Hab ich. Es ging dann auch wieder kurz, das Auto. Ah, okay. Und dann kam der nächste Fall. Dann denkt man ja schon wieder so weit, dass man sagt, 4.500 Euro stecken jetzt drin. Ja gut, da kommt es jetzt auf die 500 Euro jetzt auch nicht noch drauf an. Patrick hat halt den Ausstieg verpasst, wie so ein Spielsüchtiger. Wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wann Schluss ist, dann buttert man immer weiter rein, immer weiter rein, immer weiter rein. Und jetzt zu sagen, Patrick, tut mir leid, wir schweißen zwei Henkel dran und schmeißen ihn weg für dich, finde ich jetzt völligen Quatsch. Deswegen müssen wir ihm auf jeden Fall helfen und gucken, dass wir hier eine Lösung finden und den wieder auf die Straße bringen. Wir fangen an mit einer Probefahrt, würde ich sagen. Also auf geht's. Ja. Patrick, vielen Dank. Wir sehen Mach's uns in 48 Stunden. Wir sehen uns in 48 Stunden mit reparierten Auto. Bis dann. Ciao. 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 Als erstes machen wir jetzt eine Probefahrt und gucken, was passiert, wenn wir Gas geben, wenn wir kein Gas geben. Wann kriegt sich die Bremse wieder ein? Kriegt sie sich überhaupt wieder ein? Im vergangenen halben Jahr haben sich schon viele Experten an Patricks 320D mit 136 PS versucht und sind gescheitert. Jetzt schau dir dieses Auto an. Das Auto ist schön. Ja. Ich mag den auch. Sportledersitze, Mittelarmlehne. Guck mal hier. Elbe 13 für Elbe 14. Mit dem komm. Telefon, ich dreh durch. Nein, das Auto ist cool. Ich finde den auch schick, aber trotz alledem,
ich kann nicht, wenn ich sowas hab, da so dran hängen. Und jetzt möchte ich, dass du mich liebst und mir all meine albernen Macken vergibst. Meine Fehler jetzt verdammt. Nimm sie hin. Oh, und beim zweiten Mal bremsen ist die Bremse weg. Steinhart und bremst nicht mehr. Ja, ja. Alter Schwede, das ist fies hier mit der Bremse. Vor allem hier die Serpentinen runter. Der ist das hier tatsächlich hergefahren, ne? Also, ich glaube auch, dass er sein Auto wirklich lieb hat. Aber ja, bei aller Liebe. Lieber ein Schrecken ohne Ende. Nee, Quatsch. Nee, lieber ein Schrecken mit Ende als, wie war das? Ein Schrecken ohne, ein Ende ohne Schrecken. Also, nee, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So ist es. Genau, ja. Also würde ich sagen, erste Instanz, wir fahren mal zum GTÜ-Stützpunkt meines Vertrauens. Dort haben wir einen schönen Bremsenprüfstand und dann gucken wir mal, ob die Bremse gleichmäßig zieht. Genau, würde ich auch sagen. Nicht, dass sie irgendwie einen Sattel verhakt hat oder irgend sowas. Genau, dass wir mal da den mechanischen Krams an der Bremse selber ausschließen. Ja. Sehe ich auch so. Schön. Mögliche Fehlerquellen ausschließen, um dem Problem schnell auf die Spur zu kommen. Das sieht soweit gut aus, leichte Abweichung auf rechts, aber, ja, aber das ist okay. Das ist völlig okay. Wenn die Hinterachse jetzt auch noch so zieht, da ist ja nichts fest. Nee, dann haben wir eine Chance, dass wir es auch in 48 Stunden hinbekommen. Ja, tipptopp, einmal frei. Schön bumsen. Kann man nicht maulen. So viel wie vorne, ne? Das ist echt erstaunlich. Ja. Packt richtig gut zu. Patrick ist mit seinem geliebten BMW verzweifelt. Letztendlich das Problem, dass das Fahrzeug so gut wie gar nicht mehr bremst. 7 Werkstätte gewesen, keiner hat es bis jetzt gefunden. Ihr seid eigentlich wirklich meine letzte Hoffnung. Schafft das Team den Fehler in der vorgegebenen Zeit zu beheben? Dann haben wir eine Chance, dass wir es auch in 48 Stunden hinbekommen. Die Bremsen selbst sind okay, also liegt das Problem tiefer im System. Zur weiteren Analyse geht's zurück in Julians Werkstatt. Guck doch nochmal ins Handschuhfach, ob da irgendwas ist an Historie, Rechnung oder sonst irgendwas. Ja, ob die Unterdruckpumpe wirklich neu gekommen ist. Ne? Ja, genau, vielleicht finden wir da noch was. Guck, da ist schon so ein schwarzes Böbel. Oh, mein Freund Roger Whittaker. Nein. Abschied ist ein scharfes Schwert. Tanja, deswegen verkauft er ihn nicht. Ja, Alter, Harakiri hätte er machen sollen, schon vor langer Zeit. Komm, Zündung an. Roger Whittaker. Wie alt ist Patrick? 66? Ich finde so eine Mucke manchmal auch gar nicht. Oh, bist du abartig. Das ist nicht abartig. Nein, das ist melodisch. Das ist widerlich. Das ist wunderbar. So. Also wirklich. Schlage ich euch gerne mal. Das mal in eine komplette Alternative zu allem anderen, sag ich mal. Was so im Radio, im normalen Radio läuft. Tape. Ach, schön. Ich krieg epileptische Anfälle. Das ist. Guck, seine Liebe war so jung wie der Frühling mit diesem Auto. Und da hat er reingebuttert. Echt? Mach aus jetzt. Ganz ehrlich, hier, schau das mal her. Geht gar nicht. Ich muss mich übergeben. Die lassen wir drinne. Auto wurde in Dienstlaken ausgeliefert und hat dann. Wir haben nicht so viel Zeit. Kannst guck, du ich alles, heute alles gerne durchgestempelt? Mal der lange ist gut im Schlaf. Saft. Genau, das wollte ich hören. Der ist gut im Saft. Rechnung. Ist noch eine Kassette? Keine Rechnung drin. Schade. Das heißt, wir überprüfen alles. Diese Denn Abschied hier, ist ein scharfes Schwert, mein Lieber. Diese hier brauchen wir noch. Ja, er hätte das für Harakiri nehmen sollen. Relativ zeitnah. Apropos Zeit: 1,5 Stunden sind schon um. Da ist unser Aggregat. Gut, wollen wir uns erst strukturieren? Gute Idee. Besser ist. Sehr, ne? Gute Idee. Wir haben uns angewöhnt, dass wir wirklich uns einmal kurz die Zeit nehmen und die Punkte darstellen, weil sonst fängt jeder kopflos an. Da, hier, das, so. Und dann haben wir hinterher ein komplett zerlegtes Auto. Keiner weiß mehr, wer was gemacht hat. Und es ist, dann stehen wir da und nach 48 Stunden und keiner weiß mehr irgendwas. Bremspedal wird fest. Ja. Bremspedal wird fest, Fall nach unten, Bremswirkung mangelhaft. Bremswirkung mangelhaft, Leistungsverlust. Also was wir auf jeden Fall wissen, was das für ein Problem ist, woran das liegt, ist ein Unterdruckproblem. Da sind wir uns
ziemlich sicher, oder? Ja, da sind wir uns ja einig. Ja. Und die möglichen Ursachen für ein Unterdrucksystem? Meines Erachtens ist das absolut einfachste kaputte Unterdruckpumpe. So, jetzt hat er gesagt, die ist neu, aber er hat das gesagt, wir haben keine Rechnung. Nee, wir haben nichts gefunden. Wir haben nichts gefunden. Und danach würde ich sagen, nehmen wir mal die Hauptleitung. Also, ja. Weil ich weiß oft. Gut, davon gehen ja noch die Leitung von die für die drei Klappen weg, die Unterdruckleitung für unseren Turbolader, die Unterdruckleitung. Oh, ja. Aber. Enkel-Nebenleitung. Genau. Weil die haben oft was und das wird auch gerne mal übersehen. Und ich glaube, am Pöppel sitzt direkt noch ein Unterdruckventil. Genau, das Rückschlagventil. Oder, ja. System wird, denke ich, sein, vom Banalsten anzufangen, das heißt erstmal die Unterdruckpumpe selber überhaupt überprüfen, bis hin dann zum Schwierigsten oder zum Worst Case zu gehen, dem Bremskraftverstärker. Heißt, das Operation Auto Team checkt als erstes die Leitungen. Hauptleitung, die ist okay. Schick. Und weiter geht die Fehlersuche. Rückschlagventil ist tipptopp. Genau. Oh, so. Bleibt am Ende nur noch die Unterdruckpumpe übrig. Tada! Da haben wir schon mal die Pumpe. Hat er nicht gesagt, die Pumpe ist neu? Ja. Entweder hat er uns angelogen oder er ist behumst worden oder die haben ihm eine gebrauchte eingebaut. Weil guck's mal, das ist überall korrodiert. Sehe ich genauso. Das hat eine BMW-Werkstatt gemacht. Ja, tatsächlich. Das ist so viel Oxidation binnen einem halben Jahr. Finde ich auch hart, weil überall woanders ist das hier ja nicht zu sehen. Also ich hätte echt gedacht, dass das ordentlich gemacht wurde, wenn ich in einer Fachwerkstatt war. So, also müssen wir jetzt überhaupt erstmal rausfinden, kommt da ausreichend Unterdruck an? Kommt der nicht an, liegt das Problem vor dem Bremskraftverstärker? Kommt da ausreichend Unterdruck an, liegt das Problem im Bremskraftverstärker? Genau. Den vorhandenen Unterdruck messen die Experten mit einer manuellen Unterdruckpumpe. Es ist unglaublich, dass das hier nicht eingehängt ist. Da war ein Fuscher am Werk vom Allerfeinsten. Der Schlauch ist nicht original. Kommst du da ran oder muss ich den ganz abmachen? Ich guck mal. Geht oder? Geht. Okay, es startet. Also Unterdruck kommt. Sie zieht unter Druck, aber für meinen Geschmack viel zu wenig. Ist gar nichts. Soll ich mal ein bisschen Gas geben? Oder soll ich schnell machen? Ja. Also sie zieht schon, aber nicht viel. Ja, aber das ist... Damit der Bremskraftverstärker richtig arbeiten kann, muss genügend Unterdruck anliegen. Nummer aus. So, wir haben beide gemerkt, wenn wir den Finger drauf haben, die erzeugt ja Unterdruck, dann muss sie probieren, den Finger in die Pumpe reinzusaugen. Genau. So, und das ist hier eher. Okay. Das ist so. Ja. Der Versuch eines Babys, einen Knutschfleck zu erzeugen. Ja, vielleicht. Ja. Wir wussten ja von Anfang an Unterdruck. Und sind davon ausgegangen, okay, Schläuche sind gemacht worden, hat er gesagt, sind schlecht gemacht. Dann haben wir für unsere Strukturierung gedacht, komm, arme Unterdruckpumpe kurz prüfen, freut sich jeder, wenn man sieht, wie es geht. Ja, da ist sie kaputt. Da hat jetzt ja überhaupt keiner mit gerechnet. Eine neue Unterdruckpumpe ist kaputt? Die ist ja schon gar nicht neu.